Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wir sind gerade dabei, uns heilen zu lassen, denn wir sind ein bisschen angeschlagen. Wir haben eine Watschen bekommen, wenn man so möchte. Und der Mönch ist gerade dabei, uns zu heilen. Des Weiteren werden wir unsere Armee weiter aufbauen und die böhmischen Einheiten, unsere Gegner sozusagen, dann quasi aufs Maul hauen. So, wie es sich gehört. Wo ist eigentlich der eine Mönch? Sind die hier schon zu zweit? Eins. Den zweiten sehe ich nicht. Irgendwo habe ich nämlich mal einen Mönch entwickeln lassen, also bauen lassen, herstellen lassen, und der ist futsch. Ist der umgekommen? Keine Ahnung. Ich erstelle einfach noch ein. Wir haben ja genug Gold momentan, das passt schon so. Genauso wie wir genügend zu essen haben. Ich würde sagen, wir bauen jetzt noch einen Teebock. Wir haben hier... Ja, das passt auch. Dann würde ich sagen... Hier noch jeweils zwei. Und vielleicht... Onaga wären auch nicht schlecht. Aber da fehlt uns jetzt ein Gold. Wir müssen ein bisschen warten, bis wir Gold haben. Die da oben sind eh schon brav am Schürfen. Passt, die Bock, das heißt hier hin. Der Mönch ist erstellt. Wow. Und die Leute brauchen was. Also neue Felder. Nein, du sollst hier bleiben. Und du gehst hier hin. So. Perfekt. Dann will ich mal sagen, wir haben noch Platz. Ein paar Einheiten werden noch gut machen. Bam, 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 bam. Da würde ich mal meinen, wir können uns aber eigentlich schon auf den Weg machen. Ne? Während hier die Einheiten noch gebaut werden, machen wir uns mal auf den Weg in diese Richtung hier. Mutstri. Mutstri. Mhm. Mutstri. So ist fein. Dam daram dam down. Dam dam down. Daram da dam down. Lol, wie die schon schneller fahren, als unsere Einheiten zu Fuß gehen. Voll lustig irgendwie. Ja, wegen die Mönche halt, ne? Würde ich vorschlagen, die Drehböcke fahren mal hier hin und attackieren gleich mal den Kanonenturm. Oder so halt. Passt. So. Lass mal den aufbauen und es geht schon. Kabum Kachanga. Jawohl, so muss das ausschauen. Nein, Doppelklick und Tab. Was zusammenbauen wieder bitte? Weil der Kanonenturm ist gefährlich, der macht böse Aua. Und das braucht man jetzt. So, zwei Einheiten hätten noch Platz. Aber so. Komm. Fährt davon und zu, Kamel-Typi. So, rollen wir weiter in die Gegend hier. Dam, dam, daram, dam, dam. Ah, die Form schaut komisch aus. Lass uns lieber so. Der eine Kamelreiter ist wieder zu hoch motiviert. So, ihr drei. Oder wartet. So. Übernimmt das wieder. Timo, so. Rustri. Rustri. Und krach, boom. Und nochmal. Und das Dümchen ist erledigt. Perfekt. Reicht's hier auch noch? Ja, zwei schaffen's. Das ist passt schon so. Müssen sie halt insgesamt einmal noch und dann passt es schon. Hervorragend. Bitte wieder zusammenbauen. Und die hier attackieren. Perfekt. Holz mal hier in die Richtung. So. Ein bisschen hier rauf vielleicht. Oder hier hin. So, das müsste ich. Wow. Ich glaube, das war ein Fehler jetzt, ja.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass die uns treffen. Verflixt und zugenäht. Macht nichts. Dann erstellen wir gleich noch einen. So, ihr schließt gleich auf. So. Na, macht's hin, die. Na, geht schon. Bam. So muss das ausschauen. Weg damit. Jawohl, ja. Und den Turm da. Da kommen die roten Hampelmänner. Ihr könnt inzwischen hier schon das Tor einreißen. Tripok ist fertig. Jawohl. Der kann dann gleich mal hier mithelfen. Oder stellt sich hier hin und benutzt und macht den da. Das geht auch. So, das muss das gewesen sein. Passt. Zusammenbauen wieder. Die können sich hier mal platzieren. Sehr gut, weg mit die Tore. So. Hier reicht's denn, von hier aus. Also das glaube ich nicht. Tatsächlich. Jawohl, ja. Geht das wirklich? Passt. Wow, fahrt's weg. Wegfahren. Dann baut sich wieder zusammen. Du auch. Da wird scharf geheilt. So, ihr rollt sie ein Stückchen her. Damit sie den gut treffen könnt. Dann könnt ihr weiterarbeiten, nämlich. Jawohl. Perfekt. Zusammenbauen wieder. Ihr könnt euch hier beschäftigen. Gut. Das heißt, wir werden noch ein paar von denen hier basteln, würde ich vorschlagen. Am besten gleich hier hinfahren. Na, Doppelklick bitte. So, ja, die rollen da ein bisschen die Gegend. So, schauen wir mal, was es hier so gibt. Da werden wir dann gleich die Burg mal angreifen. So, ihr könnt hier über die Häuser herfallen. Oh, wartet. Die müssen weg. Ganz schnell und unkompliziert. Weg damit. Immer schön weg damit. So ist fein. Wisst was, dann macht zuerst das dahin. Also die Wand hier. So, ja. Das ist eine feine Geschichte. Das haut super hin. So, am besten gleich den Turm da hinten. Ich bin mir gerade unsicher. Na los, ich bin mir gerade unsicher, ob wir da noch vorstellen sollen, weil das Katapult ist doch kacke. Na, ein bisschen zusammenbauen wieder. Am besten in die Richtung fahren. Nee, 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 du hast mich getroffen. Vollidiot, Vollidiot. Na, 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 na. So. Jawohl, ja. Oh, jetzt wird was gut. Und wegrollen. So ist brav. Da hat das Haus. Hier geht's bitte den an. Und dann oben, jawohl, ja. Und auch gleich die Mönche weg. So, ihr schlägt hier ein Loch in die Wand. Na, schreibt die Mönche. Jawohl, der
letzte muss auch weg. Immer schön fest drauf. Ist jetzt endlich hin? Jawohl. Und auf die Burg bitte. Römische Flagge gestohlen. Yeah. So muss das ausschauen. Ihr könnt inzwischen versuchen, da wirklich zu, also bewegen und zu schauen. Ja. Sehr gut. Böhmen besiegt. Sehr schön. Perfekt. Das heißt, wir sammeln uns wieder. Ihr baut sich wieder zusammen. Ihr könnt schon mal zu unserem Stützpunkt hier runterfahren. Sehr schön. Wenn wir hier schauen, bam, Böhmen besiegt. Jetzt fehlen nur noch die Deutschen. Okay. Passt, dann machen wir uns gleich auf den Rückweg. Hier hin. Jawohl, die Burgen machen ganze Arbeit. Sehr gut. Jo, es wird Zeit, dass ihr zurückkehrt, ne? Chevaliers, bitte. Jetzt Vollgas. Das Bevölkerungslimit ist nämlich auch erreicht, das ist gar nicht gut. Aber da kommt unsere Kavallerie. Dann wird alles gut. So, nichtsdestotrotz will ich einen... Alter, ich habe die Felder wieder mal vergessen. Trotzdem würde ich vielleicht den ein oder anderen Dorfbewohner gerne mir mal kurz ausborgen, damit die oder derjenige Feld bauen. Da unten was reparieren kann, die Gebäude nämlich. So, bitte schön. Bitte, bitte schön. Na, und du auch? Nein, die hat erst. Okay. Schön sammeln, meine Herren. So geht das nicht. So, wie schaut's da unten aus? Ich borg mich mal euch beiden oder einen von euch mal aus. Ihr tut's hier bitte reparieren. So, ja. Die drei Böcke, wo sind die? Ich soll jetzt hier auch darunter fahren. Naja. Passt. Wir haben mehr als genug Einheiten. Wir sind voll. Voller als voll. Das heißt, es bleiben nur mehr diese roten hier übrig. Dann haben wir es geschafft. So, ich hoffe, das geht. Mal schauen, ob es sich in diesem Part noch ausgeht. Ich würde es mir sehr wünschen. Ich möchte mir auch gerne hier ein Dorfzentrum hinknallen, damit wir nicht so weit zum Hatschen haben, auch was die Dorfbewohner betrifft. Wenn ich jetzt wüsste, wo der eine ist, da geht sie erst, alter Schwede. Bam, badam. Bam, badam. Ganz ehrlich, das könnte jetzt dann aber knapp werden. Ich hätte da schon längst eine hinstellen sollen. Wo gehst denn du hin? Ich glaube, der geht auch hier hin. Das wird schon. So, ja. Das wird schon. Was, die Triebböcke sind auch hier, zumindest zwei. Und der ist da oben. Okay, einen kurzen Moment. Da musste ich kurz mal husten. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Gut, gut. Na los, alte Schnepfe, jetzt geh viel schneller. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.
Und der ist halt auch so ein Darmterror, bis der da irgendwo ist, ne? Kauf dir wenigstens, kauf dir ein Fahrrad oder ein Pferd und reit her, das gibt's ja nicht. Oh ja, schön ja, reparieren. So ist fein, schön reparieren. Alter, was wir Nahrung haben. Gold, Nahrung, haben wir alles im Überfluss. Hätte man dann irgendwas Brauchbares zum Entwickeln? Dass man was Gescheites... Nee. Passt das so, wie es ist. So, der wird wieder umgeschnitten. Sauf, zack, und weg ist er. Alter, das braucht ja ewig. Bis sowas repariert ist. Die, was intakt sind, können wir auf die Seite schieben. So. Weißt du, was du reparierst? Mal das Gebäude hier. Du gehst gleich zu dem. So, sind hier alle gesund? Ja. Passt. Wenn das, sobald sie repariert sind, unsere Einheiten, fahren wir. Also gehen wir los. Zu den Roten. Vielleicht überziehe ich den Part auch ein bisschen, wenn es gut läuft, dass wir dann das Kapitel hier heute beenden können. Also dieses hier. Und dann zum nächsten weitergehen können. Schauen wir mal. So, ja, das ist gleich fertig wieder. Das ist das nächste. Du kannst dich wieder ins Winkel stellen. Ja, toll. Ein einziger, ne? Der kann was ausrichten, freilich. Ganz logisch. Ja, bla bla. Mehr geht nicht. So, bist du jetzt gleich mal fertig mit dem Haus? Das gibt's ja nicht. Passt. Hier, bitte. Oder hilfst damit. Das wird schon. So. Naja, wir kommen euch jetzt gleich holen, ihr roten, komischen Peinis. Passt, fertig. Ihr zwei, was ist denn da? Passt. Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, dass ihr beiden vielleicht ein Dorfzentrum baut und dann passt es schon. So, immer her. So, ja, das schaut super aus. Bitte rein. Baut's? Nein, ein Dorfzentrum vielleicht. Ich würde sagen, hierhin. Für den Fall der Fälle. So, und auf geht's. Gut, geh. Ah, ihr seid fertig. Bitte dürft euch an den Stein hier wagen. Nanu, willst du nicht mit? So, mal. Nein, war, hat sich einen Fehler gemacht. Halt. Stopp. 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 So, du musst immer so aufpassen mit Anklicken. Weil sich sonst die Drehböcke gleich mal aufstellen. Radau schlagen. Dam, dararam, dam, dam, dararam. Das Dorfzentrum ist auch bald mal fertig. So, ja. Dam, 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 da, dam, dam, dam. Wer seid ihr? Nein, ihr sollt euch nicht aufstellen. Ich mach das immer verkehrt, ne? Bitte, stell dich nicht auf. So, ihr helft mal mit. Gleich mal umhauen alles. Ihr fährt auch mal in die Gegend hier. Ihr Mönche geht auch mal hier hin. So. Schön die Richtung fahren. Ja, ja, da kommen sie schon. Du könntest den Tabletten. Immer schön fest draufsorten.
passt, ich baue sie schon zusammen. So. Ihr kommt auch mit hier runter. So, ihr kümmert euch hier mal drum. Ihr helft da gleich mal mit. So, und ihr dürft's. Ihr widmet euch gleich mal hier, der Burg. Ich habe teutische Flagge gestohlen! Alle drei Flagge gestohlen! Wir haben gesiegt! Hurra, gewonnen! Bam! Oder? Ja, sehr schön, gewonnen! Ja, ist gar nicht so lang geworden, der Part. Ist besser ausgegangen, als ich gehofft habe. Also, als ich gedacht habe. Oder befürchtet habe. Sehr schön! Dann beenden wir das hier mal. Während die europäischen Ritter einzeln kämpften, griffen wir als ein vereinigtes Heer an. Da die Polen und die Deutschen mit schweren Rüstungen beladen waren, konnten sie mit unseren flinken Pferden nicht mithalten. Immer wieder beschossen wir sie mit brennenden Pfeilen und zogen uns dann wieder aus ihrer Reichweite zurück. Wenn uns die feindliche Kavallerie verfolgte, führten wir sie in einen Hinterhalt. Immer wieder ertönte die Naquara und kündigte einen Hinterhalt an. Die große Kesselpauke, die auf einem Kamel in die Schacht transportiert wurde, kam heute fast 100 Mal zum Einsatz. Uns wurde befohlen, von jedem Opfer ein Ohr abzuschneiden. 9 Säcke voller Ohren wurden an Ögedai Khan zurückgesandt. Perfekt. Haben wir schon geschafft. Haben wir schon geschafft. Das heißt, das nächste ist da. Pax. Pax Mongolei. Mongolia. So, Pax Mongolia. Aber das schauen wir uns erst im nächsten Part an. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!